Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Berylia, ich grüße dich. Du möchtest wissen, was hat er vor? Kommt er zurück? Was ist sein Plan? Und das schauen wir an bei dieser Legung. Diese Karte dort oben beschreibt sein Gegenwart. Dieser junge Mann hat symbolische Bedeutung, zeigt Neuigkeiten oder etwas, wo er noch unsicher ist. Er muss das erstmal kennenlernen, damit vertraut zum werden. Und das sind seinen eigenen Gefühlen. Diese Karte symbolisiert auch Neuigkeiten oder einen Neuanfang, auch die zeitliche Nähe. Langsam öffnet er sich und zeigt seinen Gefühlen. Die nächste Karte zeigt, was hat er vor, was ist sein Plan. Auf dieser Karte ist die Zahl 0 und das hat auch eine Bedeutung. Das sind seine Pläne, aber noch nicht die Taten. Das Bild zeigt seine optimistische Haltung und Vertrautheit, aber er setzt es noch nicht um, weil er weiß nicht, wie du reagierst. Was passiert dann, wenn er die Kontakt und die Nähe sucht? Hat er immer noch einen sicheren Boden unter den Füßen? Oder du willst ihn nicht mehr, dann stürzt in die Tiefe. Er kann deine Reaktion nicht einschätzen. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte und das beschreibt, was steht bei ihm im Mittelpunkt? Dieses Bild zeigt, du stehst hier im Mittelpunkt. Und die goldenen Taler symbolisieren die Werten, auch die inneren Werten. Du bist für ihn wertvoll. Die Münzen zeigen auch die Erde-Element und das sind die Taten. Er möchte seine Ideen gerne verwirklichen oder möchte diese Liebe leben, auch in Taten, in Realität, aber er stoßt an seinen eigenen Grenzen, was die Zahl 9 symbolisiert. Oder er hat Angst, dass du Grenzen setzt und er verliert diesem Freiraum. Die nächste Karte zeigt die Einflüsse von außen. Dieses Bild zeigt die Erneuerungsprozesse oder Transformation und das beschreibt seine Umgebung. Und das heißt, alte Bekanntschaften gehen zum Ende und er hat ein ganz anderes Auftreten, Ausstrahlung. Und er möchte das alles erneuern oder hofft, dass etwas verbessert sich in seiner Umgebung. Und die nächste Karte zeigt, was verändert sich bei ihm. Diese Karte, der Turm, kann Ämter oder eine rechtliche Lage auch beschreiben. Und das muss er in Ordnung bringen. Aber die Karten haben symbolische Bedeutung auch und das kann auch aussagen, dass er sich gefangen fühlt in einer bestimmten Situation oder gefangen in seinen Ängsten. Und er bricht aus. Er lässt es nicht mehr zu, dass jemand versucht, ihn festzuhalten oder in die Enge zu treiben. Und bedeutet für ihn auch die Angstbefreiung. Die nächste Karte zeigt, wie schaut dich an?
ein sehr interessantes Bild. Die Zahl 4 bedeutet hier die Sicherheit, Stabilität und Struktur, entspricht euren Grundbedürfnis. Und du gibst ihm diese Sicherheit, diese Stabilität, aber auch diese Struktur. Aber wenn das so rundherum er betrachtet, dann ist er unsicher oder hat er Angst, dass du versuchst, ihn festzuhalten. Aber wenn er nach innen schaut und er hat diese Haltung, dann kann er das verinnerlichen, dass diese Beziehung stabil ist und er nimmt auch seinen Gefühlen auch wahr, was die anderen Karten auch zeigen. Dieser junge Mann mit diesem goldenen Kelch symbolisiert seinen Gefühlen. Er liebt dich oder diese Dame dort oben. Du bist ihm wertvoll. Aber er weiß nicht, wie er das zeigen soll. Oder hat er Angst vor Nähe oder Verantwortung oder dass er verliert seinen Freiraum. Die nächste Karte zeigt an diese Dame im Hintergrund. Diese Eremit unten links bedeutet, dass diese Frau komplett im Rückzug ist. Ich würde sogar sagen, sie haben gar keine Verbindung. Und wie nimmt er das wahr? Das schauen wir auch an. Dieses Bild symbolisiert eine männliche Person und ihm ist es bewusst, dass diese Frau jemand hat. Also das ist schon abgeschlossen. Und jetzt schauen wir an, wie verhält sich dir gegenüber? Was vermittelt er? Kommt er zurück? Das zeigt die nächste Karte. Diese Karte ist sehr vielversprechend, weil das symbolisiert die Liebe zwischen euch beiden. Die Kelchen symbolisieren nämlich die Gefühle. Und die Zahl 2, du und er, gibt auch keine dritte Person. Und das Bild zeigt auch diese Liebespaar. Er liebt dich und er kehrt wieder zurück. Und jetzt schauen wir an, was kannst du tun, damit das alles verbessert zwischen euch beiden. Auf dieser Karte sehen wir eine Königin und sie beherrscht das Wasserelement. Und das symbolisiert die Gefühle, aber auch die Träume und Sehnsüchte. Und sie handelt intuitiv, hört auf ihren Gefühlen. Und du bist diese Königin. Bewahre diese stolze Haltung. Sei so, wie du bist. Und er sieht dich auch so. Also sei auch mit deinen eigenen Werten auch bewusst. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte zeigt, dass er wird handeln. Er kommt zurück mit Begeisterung und mit Leidenschaft. Es wird ein Neuanfang sein zwischen euch beiden. Liebe Berylia, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.